Hallihallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Bidi und wir befinden uns in Astrobot Rescue Mission. Und ganz am Anfang von der PSVR gab es ja schon mal dieses Level auf der Demo-Disc auf einer von den beiden, was schon fantastisch war. Dann gab es die kostenlose Demo, als das Spiel rauskam, und jetzt gibt's Astrobot Rescue Mission gerade im PlayStation Store für, ich glaube, 50% Rabatt, wenn mich nicht alles täuscht. Also zu einem super Schnäppchenpreis, und genau deswegen habe ich es mir gegönnt. Und jetzt bin ich gespannt, ob es wirklich so gut ist, wie alle erzählen. Die Demo war cool, also beide Demos, sowohl der Vorgänger quasi und dann auch die Demo zu dem Spiel. Die waren richtig genial gemacht und jetzt bin ich aufs komplette Spiel gespannt. Wow. Ah, das sind schon diese knuffigen Typen, die wir einsammeln während des Spiels. Oh. Wow. Hui. Oh, wer bist du denn? Slimer? Du solltest mal zum Zahnarzt mit, oder? Das ist sehr cool. Wow. Der will die Brille da runter, oder wie, oder was? Oder ey, der nimmt das ganze Raumschiff auseinander. Was ist das denn für ein Arsch? Aha, aha, aha. Und jetzt verschwindet er wieder. Na, hier ist was los. Oh, oh. Und jetzt werden die hier ins Universum verteilt. Nur noch einer ist da. Komm zu mir. Komm, 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 komm her. Hier, 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 hier. Komm her. Komm her. Ah, siehste. Das ist halt cool, ne? Wie ihr seht, das Gamepad ist komplett getrackt. Hallöchen. Na, alles klar? Hm, alle weg, ne? Hm, das ist traurig. Die finden wir wieder. Okay. Hm. Genau. So machen wir das. Also wie schon gesagt, das Gamepad ist komplett getrackt und man kann in dem Spiel halt auch nicht nur irgendwelche lustigen Sachen damit machen und die Figur steuern, sondern halt auch selber da irgendwelche Harpunen, Seil, Harpunen, Schießen und keine Ahnung was. Also das habe ich in der Demo schon gesehen. Und was man alles in dem Spiel machen kann, in dem kompletten Spiel, das gucken wir uns jetzt mal an. Und ich würde sagen, Wolkenkratzer Witzelei. Na, kommt, wir legen los hier. Und suchen deine Freunde. Haha. Jo. Doin. Da ist er wieder. Puh, buh, buh, buh. Das ist cool. Okay. Das ist quasi das erste Level. Na dann hüpf mal los, komm. Check. Aha, ich muss quasi übers Touchpad nach vorn streichen. Und da hüpft der kleine Mann los. So. So, wir können springen mit der X-Taste. Und lassen den jetzt hier oben chillen, die Münzen einsammeln. Jojojo. Und. Oh, guck mal, hier unten ist eine Riesenmünze. Haha. Cool. Ja, hallo. So. Und jetzt kann er rutschen. Yeah. Cool. Noch irgendwas zu holen hier? Nö. Na komm, dann geht's weiter. Doin. So, jetzt wird man hier quasi hinter dem kleinen Mann hergezogen. Aber das fühlt sich jetzt gut an. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh.
Mir wird jetzt schlecht oder keine Ahnung was. Wie soll man denn da rüberkommen? Könnte man das mal sagen? Na, wir hüpfen erstmal hoch. Die Mucke ist auch so geil, ey. Doppel X. Achso, X, X halten. Ah, da kann man weit hüpfen. Und jetzt müssen wir dem Kleinen doch irgendwie in den Hintern treten, ne? Wie war denn das? Doin. Genau, und jetzt kommst du hier rein. Check. Sehr gut. Das läuft. So. Mein kleiner, wuseliger Freund. Ich denke, hier haben wir es erstmal so weit geschafft. Aber wie man dort rüberkommen soll. Vielleicht braucht man doch gar nicht rüberkommen. Na, schauen wir mal. So, was müssen wir hier machen? Angreifen mit. Also in die Nähe ran und boing, boing, boing. So. Komm, dir treten wir wieder in den Hintern. Komm her. Ha, sind schon zwei. So, das ist nix, das ist nix. Die Mucke ist cool. So. Das ist quasi ein Speicherpunkt, ne, würde ich sagen. Also so ein, wenn du jetzt stirbst, fängst du dort wieder an. Okay. Ja, denn weiter geht's. Upsala, ihn vergessen. Ah, jetzt kommt hier. Was kann man eigentlich hier machen? Die kann man auch zerschlagen. Ach, verdammt, da habe ich doch da vorne blaue vergessen. Kann ich da wieder zurück? Nee, zurück will er nicht so richtig, okay. Na gut, bevor wir hier irgendwo runterfallen. Also können wir diese Boxen auch zerhauen. Hui. Okay. Was? Wo schreit denn hier jemand? Wo denn? Ach, da oben ist einer. Aber hier ist ja nicht noch irgendwo jemanden. Hm, na mal gucken. So. Doing, 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 doing. Jetzt zu dir darüber. So. Und. Komm her. Sehr gut. Jetzt sind es schon drei. So, jetzt müssen wir hier runter, ne? Nehme ich mal an. Boing. Ach, hier liegt auch noch einer. Ey, steh mal auf. Boing. Das ist gut. So, das machen wir auch noch kaputt. Die Steuerung ist halt auch mega cool. Also, so wie man sich das halt in solchen Jump'n'Run-Geschichten vorstellt, funktioniert das geil. Oh, das war der, der hier mich anspuckt. Oh, ach stimmt, warte mal. Der spuckt mich an und dann sehe ich nichts mehr. Habt ihr das gerade gesehen? Der spuckt mir quasi direkt auf die Linse. So, da vorne ist schon das Ziel, aber ich höre doch hier mal irgendwo jemanden. Da oben. Oh wei, oh wei. Wow. So. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist das? Ach, und da unten ist auch noch einer. Oh wei, oh wei. Komm ich denn da runter? Hier schön vorsichtig. Okay. Wow. Ui. Oh nein, ich bin abgestürzt. Uch. Siehst du, und da kann ich mich nämlich hier weg. Mit dem Kopf wegdrehen. Achso, der ist schon weg. Oh, wo ist er denn? Wo ist denn der Kleiner? Hä? Ach da, oh. Das waren irgendwelche Affenarme, oder?
Will ich jetzt nochmal darunter? Na, eigentlich will ich ja schon diese Sterne haben. Ich fliege jedes Mal darunter, weil ich diesen schmalen Vorsprung dann nicht mehr treffe. Oh wei. Kommt schon. Boing, ausweichen. So. Jetzt kommen hier gleich die. Boing, boing, boing. Boing, 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 boing. Nochmal Münzen, yeah. Boing. Nee, gut. Ich geb's auf. Also das machen wir jetzt nicht nochmal, weil ich stelle mich zu blöd an. Dann sind die Münzen gerade ein bisschen egal. Boing, boing, boing. Dann nehmen wir jetzt bloß noch die hier mit. Schwupp. So. Und gehen ins Ziel und gucken mal, ob wir alle gefunden haben. Ich hoffe, dass wir alle gefunden haben. Oder steht da, was ist denn das? Och, da drüben steht noch einer. Verdammt, wie kommt man denn da hin? Na, jetzt wird's interessant. Wie komme ich denn da rüber? So nicht. So definitiv nicht. Da steht noch immer rum. Oh. Ich hab'n. Coole Sache. So. Jetzt müssen wir bloß hier wieder zurück zum Auto kommen. Und das haben wir nicht geschafft. Aber wir haben den Kleinen eingesammelt. Der ist weg da. So, jetzt aber. Jetzt geht's ins Ziel. Ah! Der spuckt mich schon wieder an, der Sack. Boing, 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 boing. Immer schön auf die Nuss. So. Und jetzt geht's aber rüber. Los geht's. Haha! Sehr gut. Oh, das waren 8. So, warte, jetzt müssen wir den bloß den Kleinen hier. Warte. Wie war das? Wow, genau. So. Das war cool. Und die erste Trophäe. Doing. Da haben wir schon die ersten 8 gerettet. Von wie viel? 213 oder was stand auf dem Raumschiff drauf? Weiß ich schon gar nicht mehr. Sehr schick. Und tatsächlich alle gerettet. Das ist ja cool. Zum Glück habe ich mich da nochmal umgedreht. Und was bedeutet denn der? Den habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, was der. Das kriegen wir vielleicht noch raus. Und noch ein paar Münzen. Du hast ein neues Weltraumchamäleon. Finde sie und schalte neue Herausforderungen frei. Ein Weltraumchamäleon. Okay, cool. Was macht man da, wenn man neue Herausforderungen freischaltet? Neue Herausforderungen. Wilde Fahrt. Aha, cool. Naja, das war auf jeden Fall schon mal das erste Level von Astrobot Rescue Mission. Damit werde ich mich auch heute von euch verabschieden und wir spielen das aber definitiv weiter, weil das macht voll Laune, das ist lustig, ich bin mal gespannt, was hier die Level-Designer sich noch eingefallen lassen an verrückten Leveln. Das Tracking mit dem Gamepad funktioniert wunderbar, also auch dieses den kleinen Mann hier steuern funktioniert super. Mit dem Hüpfen muss ich noch ein bisschen üben, aber ich denke, das kriege ich mit der Zeit auch noch hin. Und ja, ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Das ist voll cool. Das ist wirklich genauso. Ach, guckt euch das doch mal an. Ja, Wahnsinn. Da ist ja ein Planet hinter uns. Verrückt. Ja, also es fühlt sich genauso gut an, wie schon die 2 Demos, die es vorher gab. Und wenn das ganze Spiel so abläuft, dann werde ich eine Menge Spaß haben und hier beim Zugucken hoffentlich auch. Also denn, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein, wie schon gesagt. Wenn es euch gefallen hat,
Däumchen und Abo, wisst ihr, freut mich immer. Und wir sehen uns beim nächsten Level wieder. Bis dahin, bye bye.